Hallo zusammen, ich stelle euch heute das Programm Ansys Fluent vor. Dafür habe ich mir hier folgendes Thema ausgesucht: Flow Past a Cylinder. Man könnte das Ganze jetzt auch Flow Over a Cylinder nennen. So, wir gehen jetzt hier einmal in die Workbench, die habe ich hier schon aufgemacht und gehen jetzt hier unter Toolbox auf Fluid Dynamic Fluent und ziehen das Ganze in das Projektschema rein. Klicken einmal auf die Geometrie. Bei mir öffnet sich hier schon das Eigenschaftsfenster. Falls das bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr Rechtsklick auf Eigenschaften gehen und dann würde das bei euch aufploppen. So, wir gucken uns jetzt als erstes den Analysetyp an. Der ist bei mir hier auf 3D4 eingestellt. Wir wählen jetzt hier einmal 2D aus, gehen zurück auf die Geometrie, Rechtsklick und öffnen den Design Modeler. Das dauert an der Stelle immer so ein bisschen. So. Das ist jetzt unser Design Modeler. Hier werden wir jetzt unsere Geometrie erstellen. Als erstes würde ich hier einmal die Einheiten umändern. Und zwar gehen wir von Meter auf Millimeter. Gehen dann hier in unseren Strukturbaum und wählen einmal die XY-Ebene an. Jetzt taucht hier auch unser Koordinatensystem auf. Hier wählen wir uns einmal die Z-Achse, sodass unsere Zeichnung nachher in unsere Richtung zeigt. So, wir gehen erneut auf die XY-Ebene und erstellen jetzt unsere erste Skizze. Hier oben auf Neue Skizze. Und gehen dann auf den Reiter Skizzieren und zeichnen uns jetzt einen Kreis, also unseren Zylinder. Achtet darauf, dass wenn ihr den Kreis zeichnet, ihr hier so ein P habt. Das heißt dann einfach, dass der Kreis im Mittelpunkt ist. So, wir gehen auf Abmessen, wählen hier den Durchmesser und können unseren Kreis jetzt bemaßen. Gebt jetzt hier einmal für den Durchmesser 50 ein und geht dann hier oben auf Konzept, Oberflächen durch Skizzen, wählt den Kreis nochmal aus. Und wendet den hier als Basisobjekt an. So, wir gehen auf Erstellen und haben jetzt hier in unserem Zylinder bereits erstellt, der grau hinterlegt ist. Wir machen jetzt weiter mit dem Rechteck um den Zylinder. Dafür gehen wir erneut auf die XY-Ebene, wählen uns hier eine neue Skizze, gehen auf den Reiter Skizzieren. Und wählen Rechteck durch drei Punkte aus. So, wir klicken als erstes oben links vom Zylinder, machen da einen Punkt und ziehen uns die Linie nach unten. Das V steht dafür, dass die Linie vertikal ist. Machen hier nochmal einen Klick und ziehen das Ganze dann nach rechts unten. So, jetzt können wir auch das Rechteck bemaßen. Und zwar gehen wir hier wieder auf Abmessungen und wählen uns jetzt hier den Reiter horizontal aus und klicken uns jetzt hier oben die Ecken einmal an. So, wir können das Ganze jetzt runter oder hochziehen. Ich habe es gerne oben, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Und wir wählen jetzt hier eine Länge von 1600. So. Klicken nochmal auf Horizontal, falls das nicht vorausgewählt ist. Und gehen jetzt hier auf unsere vertikale Achse, klicken die einmal an und einmal die rechte Seite vom Rechteck und können jetzt hier den Abstand bzw. die Länge vom Inlet, das wird später unser Inlet, zur vertikalen Achse bestimmen. Da geben wir einmal 600 ein. Um das Ganze jetzt hier an unser Grafikfenster anzupassen, gehe ich hier oben auf die Lupe mit dem kleinen Würfel drin, Fenster anpassen und kann jetzt hier auf den Reiter vertikal gehen und wähle mir jetzt hier rechts die beiden Ecken an. Da gebe ich eine Höhe von 1600
250 ein. Klicke auf Enter. Und wähle jetzt hier den Abstand von der horizontalen Achse zur unteren Linie des Rechteckes und gebe da eine Höhe von 625 ein. Erneut auf Fenster anpassen und jetzt seht ihr hier den Zylinder in einem Rechteck. Wir gehen jetzt hier auf Konzept, erneut auf Oberflächen durch Skizzen, wählen das aus und können jetzt hier wieder unser Rechteck auswählen oder hier unter dem Strukturbaum die zweite Skizze anwählen und dann auf Anwenden. Hier bei der Operation fügen wir jetzt noch Gefroren hinzu, wählen das einmal an und klicken auf Erstellen. Jetzt ist unser Rechteck auch grau hinterlegt. Und um unseren Zylinder jetzt quasi auszuschneiden aus der Fläche, gehen wir hier oben auf Erstellen und wählen uns hier die Bolsche Operation. Und statt Vereinigen wählen wir hier eine Subtraktion aus und haben jetzt einmal einen Zielkörper und einmal einen Toolkörper. Der Zielkörper wird die Fläche um den Zylinder sein, die dann später vernetzt wird. Und der Toolkörper ist dann der Zylinder selbst. Also wir gehen hier in den Zielkörper rein, wählen hier einfach eine Fläche aus, klicken die an, gehen auf Anwenden. Und jetzt gehen wir auf den Zylinder. Falls bei euch jetzt auch beides angewählt ist und gelb hinterlegt ist, könnt ihr hier unten einfach auf die Fläche klicken, auf die zweite Projektion, sodass ihr nur den Kreis auswählt und geht dann auf Anwenden und Erstellen. So, jetzt ist der Zylinder ausgeschnitten. Und wir gehen jetzt nochmal auf die XY-Ebene. Und ich würde jetzt hier eine Art Kreuz reinzeichnen. Und zwar würde ich eine Linie rechts setzen, eine Linie links und dann nochmal zwei horizontale Linien, um einfach das Netz um den Zylinder herum etwas zu verfeinern. So, also wir gehen auf die XY-Ebene, wählen uns eine neue Skizze, gehen auf das Skizzieren-Tool, wählen uns da die Linie aus und ziehen von oben nach unten eine Linie. Achtet darauf, dass wenn ihr startet, ihr ein C habt, ein V für vertikal, wenn die Linie nach unten gezogen wird und dann nochmal ein C, wenn ihr die Linie setzt. Wir gehen hier erneut auf Abmessen, klicken horizontal an, wählen uns hier die vertikale Achse, die neu gesetzte Linie. Und bemaßen da jetzt den Abstand und wählen für den Abstand 75 mm. So, oben auf Konzept wählen wir dann Linien durch Skizzen aus, wählen unsere Linie aus und wenden die hier als Basisobjekt an und dann auf Erstellen. Das Ganze machen wir jetzt noch dreimal, also erneut auf die XY-Ebene, neue Skizze erstellen. Skizzieren, Linienwerkzeug auswählen und eine Linie setzen. Die dann erneut abmessen, beziehungsweise da den Abstand bestimmen. Konzept, Linien durch Skizzen. Linie auswählen und anwenden als Basisobjekt und dann auf Erstellen. So, fehlen noch zwei, also erneut XY-Ebene, neue Skizze, Skizzieren, Linientool. Wir haben wieder ein C, wenn wir anfangen, diesmal ein H für horizontal und dann nochmal ein C am Ende. Definieren da jetzt mit dem vertikalen Tool den Abstand von der horizontalen Linie zu der neu gesetzten.
geben da wieder 75 ein. Gehen auf Konzept, Linien durch Skizzen, wählen die Linie aus, verwenden die als Basisobjekt an und klicken auf Erstellen. Und zum letzten Mal XY-Ebene, neue Skizze, skizzieren, Linientool auswählen, nochmal eine Linie setzen. Das Ganze abmessen. Auf Konzept, Linien durch Skizzen, die Linie auswählen und erstellen. Wir machen jetzt noch eine Projektion und zwar gehen wir da auf den Reiter Extras, wählen hier die Projektion. Typ, Kanten auf Flächen, falls das bei euch nicht vorausgewählt ist, einmal auswählen und können jetzt hier einmal die Kanten auswählen und das Ziel. Die Kanten sind jetzt unsere 12 Segmente von den 4 Linien, die wir gerade erzeugt haben. Und zwar geht ihr hier auf Kanten, Steuerung gedrückt halten und jetzt quasi die 12 Segmente auswählen. Und anwenden. So, das Ziel ist dann quasi einfach die Region hier um den Zylinder, die dann quasi vernetzt wird und anwenden. Jetzt noch auf Erstellen. Und jetzt müssten wir 9 Flächen haben, die dann vernetzt werden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt perfekt. Wir können das Ganze jetzt hier einfach schließen. Und ihr seht hier, die Geometrie ist hier mit einem grünen Haken hinterlegt. Das heißt, dass alles bereitsteht.